die Dialogizität der Metapher nicht ganz allgemein, sondern an einem speziellen Fall, könnte man sagen, nämlich an dem Fall der Begriffe Gemeinschaft und Gesellschaft. Ich freue mich auf deinen Vortrag. Herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sprechen darf und ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie gekommen sind. Wir haben das Thema tatsächlich ein wenig präzisiert mit Blick auf den Rahmen Dialogical Humanities. Es wird nicht um alle Metaphernbegriffe gehen, sondern um dieses konkrete Beispiel. Und tatsächlich ist es so, dass die Idee zu diesem Vortrag gewachsen ist aus meiner Übersetzungspraxis. Ich habe Georg Simmel einige Texte von Georg Simmel ins Polnische übersetzt, darunter auch einen programmatischen Text von ihm, das über das Problem der Soziologie handelt. Und dort ist der Begriff der Gesellschaft erstmal sehr wichtig. Den präzisierten Titel können Sie jetzt hier sehen. Gemeinschaft und Gesellschaft, das ist natürlich Ferdinand Tönnies, aber es wird mir nicht darum gehen, Ihnen zu erzählen über die Übersetzung des ganzen Buches von Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, sondern um diesen konkreten Begriffsgegensatz, das auch sehr wichtig für die Selbstreflexion der Moderne geworden ist. Und insofern ist das aber mit dem Buch, mit dem Werk von Tönnies verbunden, dass eigentlich der wesentliche Inhalt von diesem Werk in diesem Begriffspaar auch drin verborgen ist. Es heißt, warum ließ sich, also im Perteritum, das Begriffspaar Gemeinschaft und Gesellschaft ins Polnische schlecht übersetzen? Weil ich mit meinen wichtigsten polnischen Beispielen auf die Zeit um 1900 konzentrieren werde und über zwei Soziologen bzw. sozialwissenschaftliche Publizisten sprechen werde, Józef Sopiński und Edward Abramowski. Aber bevor ich zu diesen Beispielen komme, werde ich einiges über den deutschen Kontext, begriffsgeschichtlichen Kontext sagen. Und ich werde versuchen zu zeigen, wie man, wenn man sich von der so einst in der deutschen Wissenschaft herausgearbeiteten Konzept der Begriffsgeschichte, wenn man sich davon inspirieren lässt, dann kann man bestimmte Begrifflichkeiten, die im wissenschaftlichen Gebrauch sozusagen verblasst sind, die so allgemein erscheinen, dass sie jeglichen Inhalts beraubt zu sein scheinen, wenn man sie mit Hilfe eines Begriffs geschichtlichen Blickpunktes wieder in ihren historischen Kontext zurückbringt, dann kann man daraus in unterschiedlichen Lebens- und sprachweltlichen Kontexten unterschiedliche Perspektiven ans Licht bringen, durch die dann auch eine Art Dialog zwischen den Kulturen und den Sprachen zustande kommen kann. Der Ausgangspunkt und Anstoß zu diesen Überlegungen war eine Beobachtung, die ich bei der Arbeit an der Übersetzung von Georg Simmel ins Polnische machte. Das erste Kapitel der Soziologie Simmels aus dem Jahr 1908 ist dem Problem der Soziologie gewidmet. Der Begriff der Gesellschaft bzw. der Vergesellschaftung spielt in diesem programmatischen Kapitel selbstverständlich eine dominante Rolle. Für Simmels Soziologie ist nämlich eine Doppeldeutigkeit oder sogar Mehrdeutigkeit des Begriffes, des deutschen Begriffes der Gesellschaft, sehr wichtig. Das merken die Soziologen meistens nicht, weil sie sich nicht über Sprachgeschichte, Begriffsgeschichte Gedanken machen, sondern sie wollen ihre Konzepte ausarbeiten.
Aber wenn man das übersetzt, dann bekommt man dann plötzlich den Sinn für solche Nuancen. Und zwar, das deutsche Wort Gesellschaft ist ein Begriff, der bedeutet, der sowohl die Gesellschaft als das Große, alle Bürger bzw. Menschen eines Landes oder eines Gebietes, umfassende Gebilde bedeutet, zum Beispiel die deutsche Gesellschaft, polnische, europäische, globale Gesellschaft ist in der letzten Zeit auch Mode geworden, aber auch ein ganzes Bedeutungsspektrum von kleineren Verbänden unterschiedlicher Art, wie in den Ausdrücken in guter Gesellschaft verkehren, Aktiengesellschaft, Hofgesellschaft, Reisegesellschaft. Diese Mehrdeutigkeit hat das Deutsche übrigens mit anderen großen europäischen Sprachen gemeinsam. Im Englischen, Französischen oder Russischen sieht es ähnlich aus. Im Polnischen, wenn Sie also einen Text ins Polnische, von Sie mal zum Beispiel ins Polnische übersetzen, haben wir für Gesellschaft fürs erste zwei Termine zur Auswahl, je nach dem Kontext. Społeczeństwo oder Towarzystwo. Seltener kommen auch Spółka in Frage oder Stowarzyszenie, Zrzeszenie oder noch andere. Aber Społeczeństwo i Towarzystwo sind die wichtigsten Begriffe, zwischen denen man sich jedes Mal entscheiden muss. Interessanterweise, wenn Sie jetzt einen Blick auf diese Zusammenstellung hier werfen, Balkan, wenn man sich den Gegensatz Gemeinschaft und Gesellschaft auch poetologisch, wenn man den Regeln von Roman Jakobson anschaut, ist das auch poetologisch sehr gelungen als Formulierung, denn man hat die gleichen Präfixe und die gleichen Suffixe, aber dadurch wird man umso mehr auf die unterschiedlichen Stämme dieser beiden Substantive verwiesen. Also Gemeinschaft kommt von gemein, gemeine, Gesellschaft von sich gesellen, geselle, also das sogar in diesen Wortstämmen kommt dieser Gegensatz zum Ausdruck. Im Polnischen geht das auseinander, wenn man jetzt diesen Gegensatz zu übersetzen versucht. Denn Gemeinschaft ist eigentlich Wspólnota, also gemein ist Wspólne, aber dann ist Społeczeństwo von dem gleichen Wort Familie und nicht von einer anderen wie in Deutschland. Also es kreuzt sich. Wenn wir Towarzystwo und Towarzyszenie nehmen, haben wir Gesellschaft, eigentlich eine nach dem Wörterbuch, wenn wir blind nach dem Wörterbuch übersetzen, ist das eine Übersetzung, richtige Übersetzung. Aber, also es kreuzt sich durch und durch, wenn man die polnischen Entsprechungen sich anschaut, und das fällt einem Übersetzer bei der Arbeit auf. Diese Übersetzungsprobleme weckte bei mir die Frage nach dem Phänomen der Übertragbarkeit von solch wesentlichen Grundbegriffen wie Gesellschaft. Denn es handelt sich hier nicht nur um Sozialwissenschaft, sondern eben um ganz grundlegende Begriffe, die in allen Kulturen eine wichtige Rolle spielen bei der Selbstreflexion dieser Kulturen und dieser Gesellschaften. Mit Verwunderung, weil es in Polen, in der polnischen Tradition gibt es eigentlich keine Begriffsgeschichte, die mit den deutschen Studien zu diesem Problem vergleichbar wäre. Mit Verwunderung habe ich dann festgestellt, dass es doch einen interessanten Text darüber gibt, und zwar von Stanisław Ossowski, dem bekannten polnischen Kulturwissenschaftler und Sozialwissenschaftler noch aus der Vorkriegsgeneration. Er hat in Warschau gelehrt nach dem Zweiten Weltkrieg, dort eine Schule gebildet. Also eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit für den polnischen Kontext. Und Stanisław Ossowski fiel noch in den 1960er Jahren dieser Unterschied zwischen den polnischen und den westeuropäischen Sprachen auf. Also er spricht nicht nur von den deutschen, sondern von anderen westeuropäischen Sprachen. 1967 schrieb
Stanisław Ossowski in dem Artikel Wielobłowy Lewiatan i Grupa Społeczna, dem Köpfige Lewiatan und die soziale Gruppe, folgendes. Ich lese dieses Zitat jetzt vor. Das habe ich selber ins Deutsche übersetzt, die polnischen Entsprechungen, damit Sie sehen, wie sie sind. Sie sind in Klammern. Der russische Termin Obszczęstwo ist die Entsprechung zweier polnischer Termini, Społeczeństwo und Towarzystwo. Das gleiche betrifft den französischen Begriff Société und den englischen Society. Ja, in den französischen und englischen Übersetzungen sowie in den Interpretationen des Werkes Gemeinschaft und Gesellschaft von Tönnies wurden diese im Titel benannten Gegensätze mit Communauté, Société, Community, Society übertragen. In dieser Situation entspricht kein in den drei Sprachen verwandter Termin Gesellschaft, Société, Society, Gemeinschaft, Communauté, Community, den polnischen Begriffen Społeczeństwo wie der Grupa Społeczeństwo. Schließlich erklärt Ossowski in einer Fußnote, polnische Übersetzer hatten immer ein Problem mit der Übertragung des tönniesschen Gegensatzes, er meint natürlich Gemeinschaft versus Gesellschaft, manche haben ihn zwar mit dem Termini Wspólnota Społeczeństwo wiedergegeben, in Wörterbüchern mechanisch folgend, schreibt Ossowski, es ist jedoch klar, dass hier eine wörtliche Übersetzung nichts taugt, denn der polnische Terminus Społeczeństwo hat eine andere Bedeutung als Gesellschaft. Ossowski kann hier übrigens nur eine Wiedergabe des Problems von Tönnies auf Polnisch meinen, denn interessanterweise existierte bis in die späten 80er Jahre, also bis 1988, keine polnische Übersetzung. Vollständige polnische Übersetzung von der Gemeinschaft und Gesellschaft von Tönnies. Also er meinte wahrscheinlich eine mündliche Praxis, wie das mündlich wiedergegeben worden ist zwischen den Soziologen auf Polnisch. Den polnischen Begriff Gesellschaft empfindet Ossowski also 1967 als zu allgemein, um die Bedeutung von Tönnies Gesellschaft wiederzugeben. Er schlägt vor Zrzeszenie, also etwas ganz Ähnliches zu Stowarzyszenie, was ich erwähnt habe, zu benutzen als Gesellschaft, was allerdings, wie ich zeigen werde, auch falsch ist. Ich werde jetzt ganz kurz in Erinnerung zu bringen, welche Inhalte sich mit diesem tönniesschen Gegensatz verbinden, damit Sie dann diesen Hintergrund vor Augen haben, wenn ich zu den polnischen Beispielen übergehe. Tönnies Werk hatte bekanntlich zwei unterschiedliche Ausgaben. Nicht zuletzt ist der Unterschied in ihren Titeln wichtig. Die Erstausgabe aus dem Jahre 1887 trug den Titel Gemeinschaft und Gesellschaft, Abhandlung des Kommunismus und des Sozialismus als empirische Kulturformen, während die zweite 1912 erschienen mit Gemeinschaft und Gesellschaft Grundbegriffe der reinen Soziologie betitelt war. Mit seinem Gegensatz meinte Tönnies zwei sich in ihrem Wesen und von Grund auf radikal unterscheidende Tendenzen der menschlichen Vergesellschaft. Die Gemeinschaft stützt sich bei ihm auf den sogenannten Wesenswillen. Sie spricht den ganzen Menschen an, nimmt tiefe emotionale Bindungen und Regungen in Anspruch. Ursprünglichkeit und Naturhaftigkeit werden der Gemeinschaft zugeschrieben. Familie und Nachbarschaft in ländlichen Verhältnissen sind deren vollkommensten Verkörperungen. Die Gesellschaft ist für Tönnies demgegenüber das, was wir als kapitalistische oder bürgerliche Gesellschaft zu bezeichnen gewohnt sind. Die Gesellschaft ist der Raum des Kurwillens. Sie umfasst rational handelnde Individuen in den Realien der modernen Ökonomisierung. Märkte und Urbanisierung sind wichtig, Individualismus und die Vernunft. Tönnies Werk wirkte prägend und grundlegend.
Die Gegenüberstellung schien offensichtlich den Nerv der Zeit zu treffen, denn sie wurde schnell von bedeutenden Forschern übernommen. Und um nicht nur im deutsch-polnischen Kontext zu verbleiben, erwähne ich eine sehr interessante kleine Studie von einem japanischen Forscher, Shinto Shimada, der vor einigen Jahren eine Studie zu der Übersetzung von Gemeinschaft und Gesellschaft als Gegensatzpaar in den japanischen Kulturkontext verfasste. Und Shimada versucht mit Blick aus Japan darzustellen, wie prägend der japanische Gegensatz von derartig verstandener Gemeinschaft und Gesellschaft war. Die frühe japanische Soziologie, die sich zu der Zeit herausgebildet hat, wie auch in Europa, habe diesen Satz sofort übernommen und suchte sich mit seiner Hilfe selbst zu erkennen und zu positionieren, indem sich die Japaner im Gegensatz zu Europa als eine auf familiären Banden basierende Volksgemeinschaft bezeichnete. Also der Begriff erweckt keine guten Assoziationen, aber ich meine jetzt, die Japaner haben nichts Böses damit gemeint. Shimada geht jedoch über den konkreten historischen Fall hinaus und versucht, die Übertragung des Gegensatzes als solchen auf nicht-europäische Kulturen überhaupt zu problematisieren. Vor allem geht es ihm in dieser Studie um die Übertragung, denn es handelt sich bei Gemeinschaft und Gesellschaft auch um moderne Tradition, traditionelle Gemeinschaft und moderne Gesellschaft. Shimada schreibt, ich zitiere, die scharfe Trennung zwischen Tradition und Moderne gründet sich auf diejenige zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, hinter der ein Entwicklungsmodell verborgen liegt. Wenn man davon ausgehen kann, dass ein spezifisch okzidentaler Geschichtsprozess diese Trennung hervorgebracht hat, und wenn man darüber hinaus annehmen kann, dass die Konzeptualisierung der Dichotomie nur aus diesem Zusammenhang verständlich wird, dann kann sich die Anwendung dieses Konzepts auf eine andere Gesellschaft, in der nicht derselbe historische Prozess stattgefunden hat, als problematisch herausstellen. Ich lasse mich davon inspirieren, allerdings werde ich nicht so apodiktisch, möchte ich nicht so apodiktisch urteilen, wie Shimada hier nicht im Sinne einer Übertragung von fremden Konzeptualisieren auf eine andere Kultur sprechen, sondern wirklich von Problematisierung. Ich gehe davon aus, wenn bei der Übertragung, wenn bei einer solchen Übertragung zu einer Kontroverse kommt, etwas nicht übersetzen lässt, oder wenn man es übersetzt, kommt irgendetwas anderes daraus, dann kann eine Kontroverse auch als Ansporn dienen zur Selbstreflexion der anderen Kultur. Und dann erst, wenn eine Selbstreflexion zustande kommt, ist auch ein wirklicher Dialog möglich. Denn zu einem richtigen Dialog gehört auch eine selbstreflexive Position, neben der Position, die sich auf den anderen hin richtet. Das ist diese Übersetzung aus dem Jahr 1988, die später erste vollständige Übersetzung von Tönnies, die stammt von einer sehr prominenten heutzutage, damals war sie jünger, heute ist sie sehr prominent Übersetzerin, polnischen Übersetzerin aus dem Deutschen, Małgorzata Łukasiewicz. Diese Übersetzerin hat sich, wie Sie sehen, entschieden, Wspólnota, Gemeinschaft als Wspólnota und Społeczeństwo doch als Stowarzyszenie zu übersetzen, also so wie einst Ossowski das gemeint hat, dass das die beste Lösung sein wird. Allerdings, 2011 hat es plötzlich eine heftige Kritik an dieser Übersetzungspraxis gegeben. Der junge Soziologe Paweł Załański postuliert, den berühmten Gegensatzpaar von Tönnies doch nicht als Wspólnota i Stowarzyszenie, wie es Łukasiewicz tat, sondern eben als Wspólnota i Społeczeństwo wiederzugeben. Also zu der Praxis zurückzukehren, welche Stanisław Ossowski einst so missfiel. In seiner Kritik der polnischen Übersetzung
von 1988 als Spinotta ist Fischer-Scharnier, bemerkt Zawinski zu Recht, dass dieser dem Leser unterstellt, der Hauptprinzip der modernen bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft wäre es Fischer-Scharnier, also das Gründen von Vereinen. Und das ist der Sinn des Wortes. Das hat tatsächlich keinen Sinn, denn zynisch geht es ja nicht darum, dass es in den typischen modernen Verhältnissen eine besondere Neigung zu unterschiedlichen Vereinswesen gäbe, sondern um die Gegenüberstellung der warmen Gemeinschaften, der kalten, ökonomisierten und individualisierten Gesellschaft. Der Begriff, der bei der Übersetzung die größten Probleme hier zu bereiten scheint und an dem sich diese Kontroverse jetzt immer wieder anzündet, man pro, man und man kontra, ist Stowarzyszenie bzw. Towarzystwo, dieser substantivische Nomen. Und ich möchte jetzt einen Blick auf die polnische Begriffsgeschichte, die es eigentlich nicht gibt, die muss man jetzt mühsam konstruieren und sich auf den Spuren bewegen. Und eigentlich müsste solch eine Begriffsgeschichte erst geschrieben werden. Zu der Geschichte des Begriffes Towarzystwo gibt es allerdings in dem Text von Ossowski noch eine andere interessante Bemerkung, die sich aber auf eine vormoderne, auf die vormoderne Zeit bezieht. Und zwar, Ossowski behauptet, dass einst die polnische Sprache einen Begriff besaß, der ähnlich funktionierte, wie jetzt die deutsche Gesellschaft, das englische Society und das russische Obschtschestwo oder das französische Société. Also so wie ich das an Simmel gezeigt habe, als Begriff, der sehr unterschiedliche große und kleine Vergesellschaftungsarten unterschiedlicher Art als ein Begriff wiedergeben konnte. Und Ossowski schreibt einst, also in der Aufklärungszeit bis ins 18. Jahrhundert, war das im Polnischen der Begriff Stowarzyszenie bzw. Towarzystwo. Ich lese Ihnen dieses Zitat vor. Als historisches Detail ist es wert zu erwähnen, dass sich in der polnischen Sprache die Doppeldeutigkeit, die mit den Termini Obschtschestwo, Sozietät oder Gesellschaft verbunden ist, im Laufe des 19. Jahrhunderts verloren hat. In den Zeiten von Staschitz und Kołłątaj befanden wir uns in dieser Hinsicht in der gleichen Situation wie die Russen, Franzosen oder Deutschen. Nur dass diese vollständige Entsprechung Zität mit all ihrer Doppeldeutigkeit oder Dreideutigkeit, wenn wir Société in der Bedeutung Elita Towarzyska, Gesellschaftselite, berücksichtigen, stellte damals im Polnischen der Terminus Towarzystwo dar. Man sagte Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften. Man sagte Sfery Towarzyskie Stolice oder Ludzie z Towarzystwa, Gesellschaftselite der Hauptstadt, Leute aus der guten Gesellschaft. Aber man gebrauchte auch die Wendung Towarzystwo Ludzkie, menschliche Gesellschaft, wobei man an die Gesellschaftsspołeczeństwo dachte. In den damaligen Zeiten, als die polnische wissenschaftliche und philosophische Literatur unter starkem französischen und später französischen und deutschen Einfluss stand, wurde das Wort Towarzystwo, wie es scheint, zu einer genauen Entsprechung für Société und Gesellschaft. Also man könnte damals, wenn man im 18. Jahrhundert zur polnischen Aufklärungszeit Simmel übersetzt hätte ins Polnische, könnte man Towarzystwo als Entsprechung von Gesellschaft nehmen. Heute ist das nicht mehr möglich, weil das Wort Towarzystwo bzw. Stowarzyszenie einen Wandel durchgemacht hat und diese breite Bedeutungsspektrum verloren hat, sodass Ossowski eben in den 60er Jahren sagen kann, jetzt können wir Zrzeszenie, Stowarzyszenie als Entsprechung der kapitalistischen Gesellschaft, also der bürgerlichen Gesellschaft, des engen Begriffes nehmen, um Tönis zu übersetzen.
eine Begriffsgeschichte auf Polnisch existiert, wie ich gesagt habe, noch nicht. Aber wenn wir uns auf den Spuren von Towarzystwo Stowarzyszenie bewegen, sehen wir in dem Wörterbuch von Samuel Bogumiolinda von Beginn des 19. Jahrhunderts unter dem Stichwort Społeczeństwo, Społecznictwo, Społecznictwo, Społeczność, also Sie sehen, wie produktiv das Wort einst war. Wir sehen hier, ich kann das leider, ja, hoffentlich schon zu erzählen, dort stehen die russischen Übersetzungen, Entsprechungen. Ja, und hier steht die Gemeinschaft auf Deutsch und hier findet die Gesellschaft. Also. Danke. Ja, also Sie sehen, das Interessante an dem Wörterbuch von Linda, das ist das erste Wörterbuch der polnischen Sprache. Das hat etwas auch zu tun mit der Partnerschaft, Städtepartnerschaft zwischen Dorn und Göttingen. Deshalb muss man bei den Bildern hier erwähnen, dass er übersetzt, also ein breites Spektrum an Übersetzungsmöglichkeiten, Entsprechungen in anderen wichtigen europäischen Sprachen gleich anbietet. Und das Społeczeństwo gibt er eigentlich als Synonym das deutsche Gemeinschaft, sowohl das deutsche Gemeinschaft als auch das deutsche Wort Gesellschaft. Hier habe ich noch ein Beispiel aus dem Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm. Unter dem Stichwort Gesellschaft steht auch unter anderem, das Bedeutungsspektrum ist sehr groß, aber steht auch unter anderem eine Erklärung, dass es um eine Gemeinschaft geht. Hier ist es Adelung, wo man aus dem Inhalt auch erschließen kann, dass es eigentlich keine große Kluft in der Form moderner bzw. an der Schwelle zur Moderne gab, auch in der deutschen Sprache. In Zedlers Lexikon, wenn wir noch ein bisschen früher gehen, wird Gesellschaft ähnlich als das Linda macht, als eine Vereinbarung der Kräfte vieler definiert. Diese Vereinbarung der Kräfte vieler, steht es in Zedlers Lexikon, dient einem gemeinschaftlichen Zweck, den diese Vereinigung vieler erlangen will. Wenn Menschen sich nebeneinander befinden, bilden sie noch keine Gesellschaft, so Zedler, weil sie durch nichts verbunden sind. Eine Gesellschaft verlangt nicht die direkte Anwesenheit ihrer Mitglieder, was man nach Zedlers Lexikon an einer gelehrten Gesellschaft erkennen könne. Zusammenfassen, diesen kurzen Blick über die Wörterbücher, kann man sagen, am Ende des 18. bzw. Anfang des 19. Jahrhunderts sieht die Lage in den beiden Sprachen Deutsch und Polnisch im Grunde genommen ähnlich aus. Es gibt keine deutliche Abgrenzung zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft, wie auch zwischen Towarzystwo, Stowarzyszenie und Społeczeństwo. In dem Lexikon geschichtliche Grundbegriffe lesen wir für die deutsche Sprachlage für die Zeit bis zu Grimms Wörterbuch, Zitat, obwohl die Bezeichnungsarten für die vielfältigen sozialen Verbände und Verbindungen schwanken und im Einzelnen sprachlich höchst differenziert sind, bleiben Gesellschaft und Gemeinschaft während dieser Zeit miteinander synonym oder gleichbedeutend. Der Unterschied besteht höchstens darin, welches dieser Begriffe beliebter ist. Bei Linda scheint für den polnischen Kontext scheint Towarzystwo eine größere Rolle zu gespielt zu haben, wenn auch das Stichwort Społeczeństwo bereits in Lindes Wörterbuch länger ausfällt. Damit ein Tönnis jetzt mit diesem scharfen Gegensatz vor diesem Hintergrund überhaupt möglich ist, musste es also zu einer Ausdifferenzierung des Sprachgebrauchs gekommen sein. Denn Tönnies schöpft seinen Gegensatz aus einem Kontext heraus, in dem Gemeinschaft und Gesellschaft
wäre dann nicht synonym verwendet worden. Manfred Edel, der Autor des Stichwortes Gesellschaftsbürgerliche, in dem Lexikon geschichtliche Grundbegriffe, betont, dass sich seit Mitte des 18. Jahrhunderts ein bedeutender Begriffswandel vollzog. Während bis zur Schwelle der Moderne eine derartig verstandene bürgerliche Gesellschaft mit dem Staat identisch war, beginnt sie nach dem Begriffswandel von dem Staat und der Politik sich radikal zu unterscheiden. Bürgerliche Gesellschaft, ein Terminus der europäischen politischen Philosophie, heißt in der älteren, seit Aristoteles überlieferten und bis etwa zur Mitte des 18. Jahrhunderts in Geltung gebliebenen Sprachtradition so viel wie Bürgervereinigung oder Bürgergemeinde. Darunter versteht man eine Gesellschaft bzw. Gemeinschaft von Bürgern, die als Freie und Gleiche miteinander verbunden und einer, in der Regel von ihnen selber getragen, politischen Herrschaftsform unterworfen sind. Seiner geschichtlichen Herkunft nach ist bürgerliche Gesellschaft die wörtliche Übersetzung von griechischem Politica Koinonia, lateinisch Societas Civilis. Nach den jüngeren, auf das frühe 19. Jahrhundert zurückgehenden Sprachgebrauch bezeichnet bürgerliche Gesellschaft die mit der Emanzipation des neuzeitlichen Bürgertums von den politischen Herrschaftsformen der mittelalterlichen Feudalgesellschaft heraufkommende Gesellschaft bürgerlicher Privatleute, die nach den Prinzipien der Freiheit und Gleichheit als Personen und Eigentümer voneinander getrennt sind. Nach dem theoretischen Muster des frühbürgerlichen Liberalismus keine Herrschaft von Menschen über Menschen überworfen sind. Die moderne bürgerliche Gesellschaft, die wir vor allem den deutschen Kontext vor Augen erhalten, als Społeczeństwo ins Polnische übersetzen werden, lässt sich der Gemeinschaft gegenüberstellen. Diese Untersuchung, also dieser kurze Überblick über die deutsche Sprachbegriffsgeschichte, soll uns jetzt im nächsten und vorletzten Schritt dazu inspirieren, zu fragen, ob sich im Laufe des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts auch im Polnischen eine ähnliche Ausdifferenzierung vollzogen hat. Wir haben gesehen, Linde und Grimm im Köns Wörterbuch, Zedlers Lexikon, also im 18. Jahrhundert kann man nach Linde eigentlich sehr locker Gemeinschaft, Gesellschaft, Społeczeństwo, Towarzystwo, das ist alles mehr oder weniger synonym. Man muss jetzt schauen, wie die Lage in Polen um 1900 aussieht. Also eine Herausdifferenzierung von Gemeinschaften in der ökonomisierten bürgerlichen Gesellschaft. Ich würde das jetzt kurz an zwei Beispielen zeigen. Das erste Beispiel wird Józef Sopiński sein. Das sind seine Lebensdaten hier. Józef Sopiński gilt als erster polnischer Soziologe. Er stammte aus Galizien, der Lemberger Gegend, lebte nach der Niederschlagung des Novemberaufstands von 1830-31, an dem er teilnahm, im Pariser Exil. Später kehrte er nach Lemberg zurück. Er gehörte der Krakauer Akademie der Wissenschaften und Künste, der Akademia Umiejętności, sowie der Kosener Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften an. In Lemberg arbeitete Sopiński bei der Kreditgesellschaft für Landkauf, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, was für seine Orientierung als Sozialwissenschaftler nicht ohne Bedeutung war. Diese Einzelheiten aus seinem Lebensweg haben insofern jetzt einen Sinn, dass sich dieser Lebensweg auf seine Schreibweise und auf seine Tätigkeit als Sozialwissenschaftler ausgewirkt hat.
Zubinski ist Autor von mehreren Texten, aber am bekanntesten ist sein erstes Werk, Zwischen Ogólna Fizjologia Powszechnej, 1860. Das Buch gilt als erster polnischer soziologischer Buch. Und Zubinski entwirft in diesem Buch, wie Sie wahrscheinlich den Titel schon entnehmen können, das könnte man ins Deutsche als allgemeiner Entwurf der allgemeinen Physiologie übersetzen. Zubinski entwirft hier ein universalistisches System, noch im alten aufklärerischen Geschmack gehalten. Das gesamte Sein soll hier umfasst werden, von der unorganischen Natur bis zu der Menschheit, und alle Wesen auf der Leiter der Natur sollen mit berücksichtigt werden. Es handelt sich hier um ein Konglomerat aus altem und neuem Wissen. Wichtig ist, dass Zubinski sehr oft an polnische, nicht nur polnische, europäische Aufklärungsdenker anknüpft. Es ist Staszek zu erwähnen, wenn es um die polnischen Schriftsteller geht. Und es fällt auf, wenn man sich die Begrifflichkeiten anschaut in diesem Buch, das ist die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass Zubinski eigentlich in dem Sinne seine Begrifflichkeit benutzt, die noch im Linderwörterbuch zu finden war. Das ist der Anfang des Buches, dieser Soziologie. Es ist eigenartig, das sehen Sie hier jetzt auf Polnisch, ich lese es Ihnen auf Deutsch vor. Es ist eigenartig, alle Völker, und das in allen Zeiten, hatten ihre Astronomen und Mathematiker, ausgezeichnete Dichter, große Helden, tiefsinnige Politiker, Philosophen, die die Stärke des menschlichen Geistes erklären, Rechtsgelehrte, die künstliche Knoten knüpfen, ohne Echte zu erkennen. Aber wo sind die Menschen in der ganzen Vergangenheit, die den angeborenen Organismus der menschlichen Vergesellschaftung, auf Polnisch steht hier Stowarzyszenia Ludzkiego, der menschlichen Vergesellschaftung sehen und begreifen können. Also das ist, ist wahrscheinlich der letzte, der auf Polnisch diesen aufklärerischen oder noch älteren Begriff Stowarzyszenia Ludzkiego. Es ist ganz den Geist von der Aufklärung Staszeks und die anderen entnommen. Dieser Sprachgebrauch. Zubinskis Verdienst ist es auch, dass er den Begriff Zasób, das ist ganz wichtig für die Soziologen, also Vorratkapital könnte man das übersetzen, auch im Sinne von Bourdieu, symbolisches Kapital, er hat den Begriff Zasób in die polnische Soziologiesprache eingeführt, aber er meint damit nicht ausdifferenziertes Kapital im Sinne von Aktien, Geldwesen, sondern zum Beispiel Bildung und Ausbildung, dass man in Menschen investiert und das ist dann eine Art Kapital. Seine Verbindungen zu der Ökonomie sind insofern von Praxis durchzogen, als er bei dieser Gesellschaft für Landkauf tätig war. Diese Gesellschaften wurden zu dieser Zeit, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Polen war ja geteilt, vor allem auf dem Gebiet des Russisch-Polens und des preußischen Teils sozusagen Polens. Sehr populär, weil man nach diesen beiden Aufständen, also 1830 und dann nach dem Januaraufstand 1863 mit der Repressalien, vor allem im zaristischen Teil, also in den Provinzen, die Polens, die dem zaristischen Reich, dem Zarenreich gehört haben. Man musste mit der Repressalien rechnen und vor allem die Mittelschicht, also der Landadel, wurde massenweise enteignet als Strafe sozusagen für die Unterstützung der Aufständischen, aber auch um diese ökonomische und menschliche Basis, auf der sich sozusagen diese Aufstände entwickeln konnten, zu schwächen.
Also man versuchte sich zu organisieren, um dann durch diese Kreditgesellschaften, Genossenschaften, diesen Repressalien, diesem Wegkauf von Eigentum, vor allem vom Land, entgegenzusteuern. Diese ökonomischen Bezüge nenne ich Ihnen nicht, um die Liebesgeschichte von diesen Herren zu erzählen, sondern gleich zu Ende komme ich kurz darauf zu sprechen, wie sich das jetzt vor dem Hintergrund von Gesellschaft und Gemeinschaft gestaltet. Der andere Schriftsteller, Sozialschriftsteller und Denker, den ich erwähnen werde, ist Edward Abramowski. Sie sehen hier ein Foto und seine Lebensdaten. Das ist eine Generation jünger. Abramowski, in den letzten Jahren erlebte eine, zwar in einer Nische, aber immerhin eine Renaissance, als seine Schriften neu aufgelegt. Und es bilden sich auch kleine Forschergemeinschaften, die neu entdecken wollen. Er ist vor allem deshalb bedeutend für den polnischen Kontext, weil er zum einen sehr populär war und einen sehr großen Einfluss auf polnische junge Soziologie ausgeübt hat oder Sozialwissenschaft ausgeübt hat. Zum anderen sogar als Typus von einem Intelligenzler, der nicht zugleich Praktiker als auch Theoretiker ist, der nicht seinen Lebensweg als Wissenschaftler nicht professionalisieren kann, weil er hat sich bei der KPS, bei der Polnischen Sozialistischen Partei beteiligt, dann musste er fliehen aufgrund der Repressalien in Warschau. Er verbindet Theorie und Praxis sehr eng miteinander und die ökonomische Note ist dabei auch präsent. Und zwar Abramowski gilt als der wichtigste polnische Theoretiker des Anarcho-Syndikalismus, des Genossenschaftswesens. Er hat sich sehr, sehr für die Genossenschaftswesen, für Genossenschaften in Westeuropa interessiert und wollte das unbedingt nach Polen verpflanzen. Er schrieb über Belgien, über Deutschland und diese damals bekannten Raiffeisenkassen. Und er hat das allerdings angereichert mit einer politischen Note. Und zwar seine wohl bekannteste Schrift ist auf der Welle der Revolution 1905 entstanden und heißt Allgemeine Verschwörung Smowakow Schreckner przeciw rządowi, also gegen die Regierung. Natürlich ist gemeint die zaristische Regierung, die durch die UNO 1905 geschwächt wurde. Und auf der Welle dieser revolutionären Bewegung in Russland und natürlich auch vor allem russischen Teil Polens, entwickelt Abramowski eine Theorie, dass sich jetzt die Polen, also den polnischen Kontext, wenn sich die Menschen organisieren, können sie allmählich durch zunehmende Selbstorganisation den Staat, den repressiven Staat sozusagen verschwinden lassen, allmählich verschwinden lassen. Also er sagt ja, geht nicht zur Polizei, wenn im Dorf es ein Problem gibt, versucht euch selber zu organisieren, Schulen zu gründen, aber auch so Selbsthilfeorganisationen. Das hatte eine ökonomische Note, auch so ähnlich wie bei Zupinski, aber auch eine sozialpolitische, auch direktpolitische, indem das natürlich gegen den fremdbestimmten Staat sich richtete. Das hier ist ein Zitat
von Abramowski, das ist ziemlich typisch für ihn, das ist jetzt das letzte Zitat, das ich Ihnen vorlese heute. Und ich wollte Ihnen aber nur zeigen, wie die Begrifflichkeiten bei Abramowski aussehen. Das ist jetzt meine Übersetzung aus dem Polnischen ins Deutsche. Auf den Vereinigungen beruhen die Kraft des Volkes und die Freiheit des Menschen. Wo es viele und unterschiedliche Organisationen gibt, dort ist das menschliche Leben frei vor politischer Administration. Und alle Anschläge der Regierung gegen die Freiheit werden auf einen unbesiegbaren Widerstand treffen. Dort, wo es keine Vereinigungen gibt, dort herrscht die Polizei in absoluter Form. Sie wird alles selber verwalten und bestimmen, ohne auf die verschiedenen Bedürfnisse und Interessen der Bevölkerung zu achten. Unorganisierte Menschen können sich gegen keine Gewaltmaßnahmen wehren. Sie sind auf deren Gnade angewiesen. Jetzt komme ich zum Schluss. Wenn wir den Sprachgebrauch der frühen polnischen Soziologie mit dem deutschen von 1900 vergleichen, scheint es, dass es im Polnischen keine derartige begriffsgeschichtliche Wende wie im Deutschen erfolgte. Während nämlich im Laufe des 19. Jahrhunderts die deutsche Sprache der Gesellschaftstheorie die unmittelbare Verbindung zu der Praxis der Vormoderne und noch der Aufklärung verloren hatte, scheint im Polnischen eher die alte Tradition fortgeschrieben zu werden. Der Gebrauch des Wortes Towarzystwo und Towarzyszenie, in diesem Zitat aus Abramowski, steht im polnischen Original überall dort, wo Sie hier Vereinigungen sehen. Towarzystwo bzw. Towarzyszenie. Der Gebrauch des Wortes Towarzystwo und Towarzyszenie erinnert bei solchen Autoren wie Supiński und Abramowski mehr an die Denker der polnischen politischen Aufklärung als an den späteren Gebrauch von Ossowski oder Łukasiewicz, die der Meinung waren, Towarzyszenie könnte die kalte kapitalistische Gesellschaft von Tönnies wiedergeben. Es fällt auf, wie nach 1945 der um 1900 noch so rege Gebrauch von Towarzyszenie in der Bedeutung von Selbstorganisation in Vergessenheit geraten war. Natürlich bedeutet das Towarzyszenie im Polnischen um 1900 nicht das vollkommen Gleiche wie für die Aufklärer, deren Bedeutung als Menschheit, Gesamtheit der Menschen, Towarzyszenie Ludzkie bei Supiński entfällt. Jedoch dominiert, wie es scheint, Towarzyszenie samt mit ihm verwandten Wörtern in der polnischsprachigen Reflexion über die Gesellschaft. Das Wort behält die alte Verbindung zum Staat und zur Politik. Also wir haben am Beispiel von Linde und von Goebbels Zitaten aus Zedlers, diesen direkten Hintergrund, direkten Bezug zur Politik im Sinne, freie Bürger organisieren sich. Das war das, die aufklärerische Konzeption von Moderne, an der Stelle der Moderne. Der Grund dafür ist, oder einer der Gründe dafür ist natürlich das Nichtvorhandensein der eigenen politischen Institutionen und des eigenen Staates. Aber ich will jetzt diese beiden Lebenswege hier nicht im Sinne einer Klage, dass die Polen so schwer gehabt haben im 19. Jahrhundert, dass sie jetzt über keine Institutionen verfügt haben und konnten keine sozusagen der Art starke Ausdifferenzierung zwischen Staat und Gesellschaft, Politik und Ökonomie, Gemeinschaft und Gesellschaft herausbilden, zumindest in dem Gebrauch der wichtigsten Begriffe dieser Epoche. Es geht mir darum, dass man diese Dinge in Polen eigentlich vollkommen vergessen hat und erst in der jüngsten Zeit, was ich am Beispiel von Załęski, der Łukasiewicz kritisiert hat, dass man sich sehr langsam an etwas erinnert, was untergegangen ist. Und ich sehe, wenn ich die polnischen
Historiker der Soziologie. Und wenn ich mit Ihnen spreche, das ist eine ziemlich kleine Schar, eine Nische. Diese Soziologiegeschichte hat sich eigentlich kaum entwickelt in der Volksrepublik, also nach der ersten Welle, nach 68, die wichtigen Vertreter der Warschauer Intelligenz ja das Land verlassen mussten, ist das wirklich zu einem Gang nach unten gekommen auf diesem Bereich. Und man hat sozusagen diesen Gespür überhaupt verloren, sodass man jetzt, wie Sie gesehen haben, am Beispiel von Ossowski, Ende der 60er Jahre, weiß er eigentlich mit Towarzyszenie, Gesellschaft, das sind für ihn irgendwie auch Begriffe, die keinen richtigen geschichtlichen Kontext haben, es sei denn, wenn sie einst einen hätten, ist er längst vergessen. Wenn wir uns jetzt aber von dem, was die deutsche Tradition so schön herausgearbeitet hat, also dieses geschichtliche Bewusstsein, diese Untersuchungen über die Begriffsgeschichte, wenn wir uns in solchen Kulturen wie die polnischen davon inspirieren lassen, und das kann sich auch entzünden an solchen Beispielen wie hier, dass man plötzlich Probleme hat bei der Übersetzung eines Textes, dann kann man diese verblassten Begriffe, wie Stowarzyszenie, was bedeutet das heute schon für die Polen, kann man diese Begriffe wieder mit neuem Leben oder wieder in Gang, in Bewegung zu bringen und dann in einen gegenseitigen Dialog zueinander setzen. Und man kann dann auch die eigene Tradition, dieser Abramowski ist, also er war ein Nischer, ein eigenes nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt gibt es eine wirklich eine kleine Erregung, also junger Experimentalsoziologen, würde ich sagen, Sozialpraktiker in Polen lesen ihn wieder. Aber man hat in den Darstellungen der polnischen Soziologiegeschichte über diese Epoche, das sind die Anfänge, da müsste sich eigentlich sehr viel bewegen. Da beginnen die Leute erstmal zu reflektieren, was eigentlich Soziologie sein soll. Diese polnische erste Generation, die diese Begrifflichkeiten produziert und trägt diesen ersten Diskurs, die haben dann ihre Probleme, weil sie nicht keine akademische Laufbahn einschlagen können, wie Tönnies hat eine Professur ja in Kiel, die deutschen Soziologen, erstens Soziologen, die meisten kommen aus dem Milieu der Nationalökonomie, der Juristen, also das ist diese staatstragende Bürgertum. Es geht, ich glaube, man kann jetzt durch diese Vergleiche vielleicht auch diese polnische Tradition auf eine neue, etwas interessante Weise lesen. Man hat in den Darstellungen der polnischen Soziologiegeschichte, also über diese erste Epoche, einfach sehr oft geschrieben, das war der Begriff der Nation sehr wichtig. Man meinte diese emanzipatorischen Bestrebungen. Aber der Begriff der Nation ist schwer manövrierbar, also es ist selbst ein sehr historischer und inhaltsbeladener Begriff. Und wenn man sich dann von Simmel in der Begriffsgeschichte, der deutschen Begriffsgeschichte inspiriert, kann man vielleicht etwas elementarer beginnen, für etwas Elementareres in dieser Zeit in Polen Gespür bekommen. Also wie versuchten sich die Menschen, welche Vergesellschaftungsphänomene waren wichtig für die jeweilige Kultur oder für die jeweilige Gesellschaft. Also wie der polnische Akzent würde hier, wie es mir scheint, das sind jetzt nur zwei Beispiele, das müsste man viel besser untersuchen, war auch ein bisschen idealtypisch jetzt gemeint mit dieser Gegenüberstellung, aber diese Bewegung zur Selbstorganisation, weil Institutionen fehlen, ist glaube ich so wichtig. Und vielleicht war das auch einer der Gründe, dass man Tönnies, also dass man sich so herumgeschlagen hat mit Gemeinschaft und Gesellschaft von Tönnies. Und obwohl das Hobbes-Buch von Tönnies gleich nach dem Erscheinen in Deutschland
ins Polnische übersetzt worden ist, wurde Gemeinschaft und Gesellschaft erst in den 80er Jahren vollständig ins Polnische übertragen. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass Sie diesen Sachen so freundlich zugehört haben, die ein bisschen verwickelt, vielleicht noch ein bisschen verwickelt sind, weil man wirklich sich, wenn es um die polnischen Texte geht, man kann sich auf keine grundlegende Studie stützen. Man muss diese Spuren zuerst zusammentragen zu einem Ganzen. Ich bedanke mich sehr herzlich.